Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar, ich habe gedacht, wenn ich den Elias doch wieder mit in den Urlaub genommen habe, also ich habe mich für ihn entschieden, zeige ich euch jetzt ein bisschen, wie ich den Wohnwagen eingerichtet habe und wie es hier auf dem Campingplatz aussieht. Genau, dann viel Spaß beim Video. So, wir starten hier an der Tür. Wir haben auch solche Kordeln gegen die Mücken, aber die stören immer, deshalb klemme ich die immer hier an die Seite weg, dass die aus dem Weg sind, dass man bequem draußen reingehen kann, weil hier gibt es eigentlich keine Mücken groß und wir haben das dann immer zu, dass hier drin frisch bleibt, weil ihr könnt hören, das ist die Klimaanlage. Genau, hier haben wir erstmal Lichtschalter hier drinne, Lichtschalter draußen, wenn man quasi vorne sitzt, dass man auch Licht hat. Das ist die Information über die Batterie. Wenn wir nicht angeschlossen sind an Strom, dann können wir schon trotzdem den Strom quasi nutzen, wenn wir eine Batterie haben. Und das gibt Auskunft über den Wassertank. So, der ist nur noch halb voll ungefähr. Die Batterie ist ganz voll und im Moment haben wir die Batterie an. Jetzt mache ich sie aber aus. Ich mache sie immer an. Das ist das Gerät für die Klimaanlage. Ich habe auf 21 Grad eingestellt im Moment, weil es so warm ist sonst tagsüber und es nicht runterkühlt vernünftig. Genau, wenn man reinkommt auf die Seite schaut, ist hier die Küche. Naja, ich finde es eine wunderschöne Küche. Hier haben wir so ein Regal, da hängt so alle mögliche Kruscht. Das sind mal so Bonbons, wenn man was Süßes möchte. Hier haben wir die Karte für den Campingplatz, auf dem wir sind. Prodere Pianetti. Ich finde es hier wunderschön. Schlüssel für den Mover, also damit man den Wohnwagen bewegen kann, braucht man halt zum Einparken. Ja, das ist eine Taschenlampe, Mehrfachsteckdose. Hier auf der Küche, wir benutzen den Gasherd nicht, weil wir es nicht brauchen. Wir haben eine extra Herdplatte dabei, die wir hier drinnen sonst benutzen und sonst haben wir draußen so elektrische Pfannen. Das ist einfacher, wie mit dem Gas zu hantieren. Und ich mag nicht sogar mit Gas hantieren. Genau, hier ist so eine Box, da haben wir unser Gemüse drin, Getränke. Das ist das Waschbecken. Oben haben wir Schränke, wunderschöne Schränke, finde ich. Ja, da ist halt so alles drin, was man braucht für Wasserkochen. Ah, ihr seht mich hier. Hat alles mögliche, Topf. Das ist eher die Seite, wo wir brauchen. Gläser, die fallen immer um, deshalb stellt die auch gar nicht mehr hin. Teller, Gläser, wo unsere eingemachten Sachen drin sind. Mein Mann, den muss ich dann zensieren. Genau, das Waschbecken. Hier unten kann man, das weiß ich, kenne ich nicht genau aus, da kann man irgendwie Gas und so umstellen. Hier ist noch ein Strom, das ist super, dass es ist. Und dann können wir hier unsere Herdplatte anschließen. Hier können wir hier ist das Besteck drin. Da unten sind noch mehr Töpfe drin. Und da ist so wie ein Mülleimer, da ist aber nur Müllbeutel dran. Und drin haben wir keinen Müll. Das wird sonst nur riechen. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall für die Gasherdplatten. Brauchen wir nicht. Und hier kann man auch den Kühlschrank an- und ausmachen. Der sieht so aus und gefüllt. Dann lassen wir hier so essen. Zum Schließen, dass er nicht aufgeht, wenn man fährt. Im Moment ist er immer auf. Er kann ja nicht aufgehen, wir fahren ja nicht. Ich mache jetzt mal auf der Seite weiter. Hier in der Ecke neben der Türe ist halt eine kleine Garderobe. Da hängen die Tasche, die wir zum Einkaufen immer mitnehmen. Und eine Jacke von mir. Unten stehen gerade unsere Hausschuhe. Wir haben hier drinnen einen extra Schuh. Dann ist das ein großer Schrank. Oben ist eine Decke drin, brauchen wir nicht. Da sind seine Sachen und unsere Werde-Sachen drin. Noch mehr Sachen, Jacken, die sind durchgewischt. Und unten ist so alle mögliche Kruscht, die man zum Campen braucht. Genau, das ist dann quasi. Ich zeige euch das kurz. Theoretisch kann man diesen Wohnwagen jetzt so mit einer Schiebetür quasi abtrennen.
haben wir aber immer offen. Und dann ist das hier quasi das Kinderzimmer. Aber ich habe euch noch was vergessen zu zeigen. Hier um die Ecke sind die Regale, benutzen wir nicht. Hier sind auch allerlei Sachen drin. Kornbroteier, Gava, eingemachte Sachen, was da zu essen. Genau, und dann ist eben wie gesagt hier das Kinderzimmer quasi. Unten unter dem Hochbett ist auch wieder Stauraum. Da sind alle möglichen Badesachen drin von meinen Eltern. Das habe ich immer nicht gesagt, der gehört nicht mir. Der gehört auch nicht meinem Mann, der ist von meinen Eltern und wir benutzen den alle. Weil es sinnlos ist, dass jede Familie einen eigenen hat. Ist kostenaufwendiger, sagt man so. Wir gehen in der Regel ja nicht gemeinsam, weil ja immer jemand auf die Pferde aufpassen muss. Genau. Da unten ist eben auch Stauraum, da sind Sachen drin, wo wir jetzt zum Beispiel nicht brauchen. Dann ist hier wieder ein Hochschrank. Also richtig viel Stauraum. Da habe ich jetzt oben die Sachen von Elias rein. Ich habe alles mögliche dabei, Kreuz und Fisch, ich habe einfach nur eingeladen. Ich werde wahrscheinlich nichts davon brauchen, groß. Dann meine Klammer und meine Klammer. Und unten sind dann noch so für das Vorzelt so Gardinen und so Zeug. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr, weil wir das Vorzelt nicht aufgebaut haben. Wir brauchen nicht so viel Platz. Genau, das obere Bett habe ich so ein bisschen bezogen. Da hinten ist das Kissen von Elias. Hier sind so Tücher von Elias und Wäsche, die ich nicht aufgeräumt habe. Das ist so quasi der Wickeltisch. Und oben habe ich alles ein bisschen hingestellt, dass es schön aussieht. Gut. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich eventuell, das Shampoo. Genau. Dann so, weil ich die Sachen halt gerne mag. Und unten, das nehmt ihr so als Ablage. Helme fürs Fahrradfahren, Hüte wegen der Sonne, unsere Klamotten, die wir anhatten. Gut, fokussiert das. Entschuldigung. Und Rucksäcke, wo wir auch schon vor mir unterwegs sind. So, gegenüber von der Küche ist dann quasi so ein Sitz. So ein Sitz. Sitzecke, die kann man auch umbauen als Bett. Brauchen wir aber nicht. Wir sind ja nur zu zweit. Hier können wir auch mal Frühstück und Abendessen, wenn es eben draußen schon so kalt ist. Weil im Moment abends wird es recht schnell kalt. Sobald es dunkel wird, wird es eigentlich frisch. Und dann musst du dich komplett anziehen, da haben wir oft keine Lust drauf. Dann sitzen wir kurz hier rein. Ja. So sieht das hier aus. Ich finde das voll geschickt. Die kann man halt abziehen und dann einfach waschen. Das findet meine Mama auch so toll. Genau. Und dann gehen die Bezüge nicht so schnell kaputt. Ja, im Moment steht Elias in seinem... Liegt in diesem Wagen, den Wagen, was ich da hingelegt habe. Dann haben wir hier auch einen Tisch. Unter den Sitzen kann man das immer hochklappen. Dann hier sind nämlich Schuhe drin. Dort hinten ist im Moment nichts mehr drin. Da ist das zusammen ein aufbaubares Regal für draußen drin. Das haben wir aufgebaut. Und dort drunten ist die Klimaanlage. Genau. Oberhalb vom Kinderzimmer ist eine Luke, da können wir theoretisch aufmachen. Ich habe es nur auf wegen Licht. Oberhalb mega großes Panoramadach eigentlich. Das bringt ein Mordslicht hier rein. Ich finde das toll. Man kann es aber auch super zumachen. Mit einem Rollladen quasi. Und es ist dunkel. Stockdunkel hier drin. Genau. Man kann überall Rollladen runtermachen. Ich habe die so gut gemacht für das Video. Dass es schön hell ist. Ich hoffe, das geht so vom Licht her. Genau, wunderschöne Vorhänge hat es hier drin. Überall Lampen. Oben haben wir dann ganz viele Fächer. Da ist alle mögliche Gruß, die man zum Campen braucht. Hier haben wir eben auch ganz viele Fächer, aber ihr seht nichts. Wir brauchen die eigentlich nicht. Hier sind von meiner Mama eigentlich die ganzen Mützen und Strohhüte, die sie halt im Urlaub nehmen. Und die dürfen wir auch nehmen, wobei die meisten nicht passen. Sind für Kinder. Aber halt ein, zwei passen uns auch. Da haben wir alle möglichen Taschen. Das sind Taschen von mir, aber auch die, wo meine Mama extra für den Urlaub genäht hat. Aber in dem Fach habe ich jetzt meine Mäppchen hingemacht mit einem Stift und so, weil ich es immer mitnehme. Und da ist noch eine Box. Da sind unsere Bilder von Hochzeit drin. Dann haben wir ganz viele Bücher mit, weil wir gerne Sachen dann durchlesen und ja, was dabei haben. Hier oben ist theoretisch so ein Schrank. Und da kommt theoretisch der Fernseher hin. Da sind auch Anschlüsse, die man dann wiederum außen anschließen kann oder an die Antennen. Nee, wie heißt das? An die Schüssel. Brauchen wir aber auch nicht. Haben wir nicht dabei. Wir lagern hier unseren Elektro-Push, sprich Kabel für Action-Cam. Das
Ja, da oben drin liegt noch mehr Unterlagen zum Wohnwagen. Hat. Keine Ahnung. Hier ist dann auch noch so eine nette Ablage. Da haben wir Notizzettel, so eine süße Lampe. Die haben wir bekommen von dem Freund, von meiner Freundin, von meiner Schwester. Was spreche ich denn? Weil er gesagt hat, die hat er gefunden, uns mitgebracht, weil ihn hat es tierisch gestört, dass sie sowas nicht hatten. Und die bringt richtig viel Licht. Ja, wenn halt man draußen drum latscht. Ist halt mit Minions. Egal. Dann habe ich hier meine Box mit Häkelsachen. Ich versuche das gerade zu lernen. Ich habe es gerade mittlerweile auch ganz gut hingekriegt. So weit bin ich jetzt schon. Ich weiß nicht, das sind glaube ich 12, 13 Reihen. Ich habe die erste Reihe bestimmt 5-mal aufgemacht und dann hat es mal geklappt, wie wenn so klack gemacht hat und ich konnte es. Dann haben wir hier so ein paar Bücher, was wir so noch mit haben, was noch rumliegt. Hier ist unser Urlaubsplan, was wir quasi erst machen wollen. Hier sind die Bücher zu Toscana und zu San Gimignano. Das, was wir schon mitgenommen hatten. In Siena haben wir was gekauft, dann haben wir hier noch Postkarten. Wir haben das für Campingplatz. Ja, so sieht der aus. Wir haben keinen direkten Strandzugang. Wir müssen quasi hier entlang laufen, dann sind wir am Strand. Ist nicht weit, das ist voll in Ordnung. Wir sitzen jetzt hier in der Ecke. Schön, ruhig, entspannt. Niemand nervt einen. Ganz toll. Und dann sind hier lauter kleine Duschen und ich zeige euch dann auch, wie es da aussieht. Genau. Wenn man hier weiter guckt, kann man sogar auch wieder zumachen. Da muss man immer die Dinger wegmachen. Ups, und dann ist die Tür vor. Und dann können wir auch. Und dann ist da quasi das Schlafzimmer. Aber hinter uns, neben der Küche, ist wieder ein Hochschrank. Auch allerlei Zeug drin. Kennt man ja so, ne? Aber nicht so viel drin. Man braucht ja kaum. Wir sind zu zweit. Hier haben wir ein bisschen Essen geklagert. Wir haben so Cantuccini geholt, Chips. Oben hin ist Schoki drin, ganz viel mit der Sportschokolade. Mitgenommen. Hier ist ein Handtücher, Geschirrtücher, Waschlappen, noch so frische Taschen. Unten drin ist unser Topf mit der entsprechenden Herdplatte dazu und theoretisch noch ein Toaster, brauchen wir nicht im Moment. Dann ist das theoretisch eine Heizung, die brauchen wir gewiss nicht. Genau. Und wenn man sich hier nochmal umdreht, hier unten ist noch ein Fach. Immer so kann man die aufmachen. Da ist Zebrawisch, Mülltüten, keine Ahnung. Und unten sind eingemachte Sachen von uns, die wir mitgenommen haben. Weil wir gesagt haben, das können wir auch essen. Nehmen wir ein bisschen was mit daheim mit. Das ist dann das Bett. Das beziehen wir halt immer und wir machen immer drunter solche Schuhen. Die geschonten Teile, weiß ich, wie das heißt. Dann haben wir Teppich und, ja, wie soll ich sagen, Kissen. Oben auch wieder drei und ganz viele Fächer. Brauchen wir eigentlich nichts und hier kann man das auch zumachen. Also, muss man auch machen, wenn man fährt, weil sonst fliegt einem das alles durch die Gegend. Da haben wir jetzt Autoschlüssel und Geldbeutel. Da hinten sind dann noch Unterwäsche von mir und von meinem Mann. Und da oben ist, glaube ich, gar nichts drin. Nee, da sind nochmal Handtücher drin. Und da sind die Schlafanzüge, wo wir gerade im Moment tragen. So sieht das aus. Und wenn man sich umdreht, ist hier die Toilette. Das kleine Badezimmer mit Fenster. Mit Schrank. Der ist randvoll. Ich weiß nicht, wie man da mit einer Familie drin wohnen will, aber ich brauche alles. Alles, was man braucht: Shampoo, Duschgel, Creme, was weiß ich. Sonnencreme. Dann mit Waschbecken, mit Unterschrank, der ist komplett voll mit Klopapier von meiner Mama noch. Brauchen wir hier zum Beispiel gar nicht. Auf meinen Campingplätzen braucht man das aber. Hier ist es aber gestellt auf den Toiletten. Und der Tempus haben wir dort drin. Dort hängt so. Wir putzen hier die Zähne, weil ich das einfacher finde, wie wenn man dann zur Toilette rennen muss. Da ist dann ein Spiegel. Und dann kann man hier um die Ecke schauen, da ist ein Haken. Da hängen unsere Morgenmäntel und unsere Handtücher. Vom Duschen. Und dahin ist noch meine Dusche, die wir aber nicht benutzen. Theoretisch könnte man sie benutzen. Genau, da oben ist ein Fenster drin. Auch wunderschön hell. Eigentlich eine richtige Dusche. Dort lagern wir aber unsere Putzsachen. Hier und unseren Wäschebeutel. Da noch eine Tasche, wo wir mit zum Duschen gehen.
Ja, ich glaube, ich habe euch jetzt soweit alles gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr das interessant findet, aber wenn man das Bett hochklappt, ich kann das mal versuchen, ob ich das hinbekomme. Seht ihr das? Ich habe das Bett hochgeklappt. Mega geschickt. Kann man noch Sachen lagern. Da sind dann eben die Tische, Stühle und so weiter drin. Und da kommt man aber auch von außen ran. Genau. Und das klappt man dann einfach wieder vorsichtig runter. Macht's einen Mordschlag. Und perfekt. Total nicht aufwendig. So, ich hoffe, das Video wird eben nicht so lang. Ich habe euch jetzt soweit alles gezeigt und dann seht ihr jetzt gleich noch, wie der Campingplatz ein bisschen aussieht. Bis dann, tschüss! So, und so sieht es von außen aus. Unser Auto. Huch, seht ihr es da? Wohnwagen. Sieht ein bisschen unordentlich aus. Ja. Und ein mega riesiger Platz. Da hinten hängt das Sonnensegel. Zum Trocknen. Wir haben hier die Wäscheleine mit den. Ja, Strandkleid, Teppich für den Strand, Handtuch noch, unsere Basissachen. Wir haben den Wagen mitgenommen, aber den haben wir jetzt gar nicht gebraucht, den sind gar nicht. Wir gar nicht Fahrrad fahren können. Okay. Und Fahrräder haben wir natürlich dabei, mit denen sind wir ein bisschen gefahren, aber das geht ja gar nicht, wir sind keine Fahrräder. Fahrradwegen nicht. Du so komplett knicken. Hier steht mein Liegestuhl, der Strandstuhl mit den Strandsachen und der Tisch total unordentlich. Dann haben wir ein bisschen Vorhänge aufgehangen, die Tasche für die Schuhe. Das ist das Regal. Frisch gepülte Sachen, Liegestuhl. So sieht das aus. Genau. Und dann zeige ich nachher noch, wie es ungefähr der Campingplatz aussieht.